Gut, wir sind immer noch hier an der Todesanhöhe, hier hinten in Eiskrone. Wir müssen nochmal zum Hafen des Ansturms und hier geht zum Hafen und nimmt die Zügel eines ihrer Greifen aus den toten Klauen seines Reiters. Okay. So, dazu am besten den hier. Greifenreiter. Hallo. Und da haben wir die Zügel. Ruft ein Greifen des Ansturms herbei. Ja, das machen wir dann, wenn wir hier drüben die beiden Kapitäne befragt haben. Dann müssen wir auf die zwei Schiffe. Du stehst im Weg, oder? Da oben ist der Kapitän. Ja, manchmal sind die Kapitäne auch unter Bord. Das hier muss raus. Wir müssen hier wieder Fäuste fliegen lassen. Komm, laber, dann kann ich dich killen. Der andere Kapitän ist da drüben. Und ich habe jetzt auch alles verkauft. So ein Mist. Wenn du jetzt gleich bei einem Leben bleibst, bevor du stirbst, dann bringe ich dich um. Weil die sagt ja gar nichts. Jetzt fängt es an zu reden. Okay. Ich will kurz mal was ausprobieren. Wir kaufen das hier zurück. Legen es an. Okay. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wer. Nee, stopp. Greif herbeirufen. Okay. Ich weiß jetzt halt nicht, wenn wir den direkt gekillt hätten mit einem Zauber, ob dann die Quest geblieben wäre, weil wir hatten es ja auch in einer der letzten Folgen gehabt, dass wir beim Befragen wirklich den komplett befragen mussten. Was sind das hier für ein blöder Bildfehler? Oder sind das Blitze? Es können natürlich auch Blitze sein. Bei wem? Uzo Todesrufer, das ist, glaube ich, der Flugmeister. Ne, da ist Uzo. So, bitteschön. Was gibt's? Flugsperrzone. Uzo Todesreifer auf der Todesrufer auf der Todesanhöhe möchte, dass ihr 10 Greifenreiter des Ansturms tötet. Es gibt noch viel zu tun, Mann. Was geht?
Und hier. Zweite Chance. Tötet Erzbischof Landgren und beschwört anschließend Aretes Tor in Gegenwart seiner Leiche. Sprecht mit Lord Kommandant Arete im Hafen des Ansturms, sobald ihr sein Verhör mit dem Geist des Erzbischofs beendet hat. So, was haben wir hier? Ruft einen Knochengreif herbei, der als euer fliegendes Reittier dienen kann, nur im Hafen des Ansturms gerufen und geritten werden. Gerufen? Beschworen. Okay. So, davon soll ich 10 Stück killen. Wir landen. Hallo. Einmal landen. Einmal so. Ich mache hier einfach mal. Also die Quest ging jetzt schnell. So, das war die erste Quest. Dann einmal runter. Wollt ihr mich hier aufhalten? Alle geplündert, okay. Ja, jetzt weiß ich auch, warum es für eine Gruppe hier gedacht ist. So, da das Tor. Und da ist die Seele. Wie nennt man das dann? Seelenfolter? Seelenqual? Am südlichen Ende der Insel gibt es eine Höhle, eine versteckte Vertiefung. Jetzt zerstört er doch seine Seele. Eieieiei, Sauerei. Den Admiral aufgespürt. Lord Kommandant Arete möchte, dass ihr euch um Großadmiral Vespin kümmert. Kehrt danach zum Lord Kommandanten auf die Todesanhöhe zurück. Wir werden unsere Rache bekommen. Okay. Also hier hinten dran. Sobald er seine aktiviert, um sie aufzulösen. Okay. Also einmal nach hier hinten und hier unten. Tag. Dunkelbirker. Na, wo ist er denn?
Ich war hier noch nie gewesen. Da drüben ist er auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der hier sein soll. Da oben nicht. Ich vielleicht hier unten. Da ist er. So, Tag. Wie habt ihr mich gefunden? Ihr Rache! Ich schließe mich von euch einfach. Ich habe sicher Wenn ich aus der Stadtwelt meine Kräfte sammle, ohne meine Streitkräfte werdet ihr den Lichtkönig nie besiegen. Ich werde Rache nehmen. An ihm und an euch. Wer war das jetzt? Das muss doch irgendein Dämon gewesen sein. Oh, hier unten. Frame-Einbrüche ohne Ende. Ja, jetzt geht's gerade, aber gerade eben. Ja, jetzt wieder 41, 43. 60. Kaum sind wir aus der Hülle raus, 60. Okay, dann einmal die Quests abgeben und dann müsste es das hier unten gewesen sein. Das Fürstenlernen oder das Herz des Königs. Wir werden es gleich sehen. Malganis war das. Okay. So, bitteschön. Kostet beides das gleiche. Nichts beendet. Sauerei. Gut, dann einmal hierhin zurück. Ich weiß nicht, ob wir da bei dem Schattengewölbe noch weitere Quests machen müssen. Kann alles verkauft werden dann. Ich wäre besser selber geflogen. Weil ich hätte wieder einen anderen Weg genommen, anstatt hier so einen Umweg zu machen. Man kann doch hier einfach schön geradeaus durch und der fliegt jetzt noch einmal wahrscheinlich nach hinten und kommt von hinten angeflogen. Dupi. Wer ist denn Dupi? Wo ist Dupi? Aber schaust dir Ding an? Nö. Da unten irgendwo? Ist Dupi ein legendäres Haustier? Ja. Ein okay, nö. So, wo ist Ekel? Ekel, bleib stehen. Du Ekelpaket. Beenden. Daily. Das war's. Keine neue Quest hier. Was soll denn die Kacke? Fasst euch kurz. Tatsache. Keine neue Quest hier.
und auch keinen Questerfolg. Das ist ja noch schlimmer. Dann zurück zur, wie heißt das Drecksding? Himmelsbrecher. So. Und wir geben die Quests morgen ab.